So, liebe Spieler, heute beim DFB-Pokal-Viertelfinale Union Berlin-St. Pauli. Und ja, treffen zwei super Fanlager aufeinander. Auch wenn es sich ausverkauft wird, ich denke, es wird eine gute Stimmung sein und harte Kämpfe spielen. Viel Spaß beim Video. Es war in den goldenen. Das Meisterwerk der Vernunft, hat der Philosoph Immanuel Kant gesagt. Viel zu selten gelingt es uns Menschen, dieses Meisterwerk der Vernunft zu erschaffen. Viel zu viele Menschen in der Welt leiden und sterben in Kriegen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen Tagen ganz besonders bei den Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Ihr Leid führt uns schmerzlich vor Augen, wie sicher wir uns oft wähnen und wie wenig wir uns um den Frieden in der Welt bemühen. Doch nichts brauchen wir mehr als Frieden, damit unsere Welt eine Zukunft hat. Ich bitte euch, euch von euren Plätzen zu erheben und für einen Moment der Ruhe innezuhalten, um gemeinsam mit beiden Mannschaften den Wunsch nach Frieden in die Welt zu senden. Schlecht ausgeführt.
Seite sind. Ja. Man, Union hat echt mehr vom Spiel, aber die spielen es einfach schlecht aus, die Chancen, die sie haben. Beide nicht, aber es ist noch nicht unverdient, das 1-1 hier ist nur noch zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, sehr spannend. Zweite Halbzeit kann losgehen. Kameras auch bereit. Becker eine gelbe Karte wegen Becker, natürlich auch komplett unnötig. Ein Vorder alle Elfmeter, wo Fischer regt sich auch auf, dass Spieler gehalten wurde. Er wird anscheinend nicht überprüft. Die Stimmung kommt ein bisschen hoch her. Ja, Union fühlt sich benachteiligt. Denn Pauli macht auf jeden Fall mehr jetzt in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit. Zeit. Also das ganze Stadion steht jetzt. Nachspielzeit beträgt 3 Minuten.
die Entscheidung gewesen. Jetzt hat St. Pauli noch eine Chance, uns für die Verlängerung zu retten. St. Pauli probiert nochmal alles. Jetzt nochmal Eckstoß. Gleich die letzte Aktion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.